Du bist eine Tänzerin und du benutzt diese Maske in einer Tanzaufführung. Mhm. Seit wann lernst du denn tanzen? Also ich habe mit 14, 15 Jahren angefangen und habe mit einem Tanz aus Sumatra angefangen, dem Tellertanz, und später also andere Tanzstile dazu gelernt. Ich habe viel aus dem westjavanischen Bereich gemacht und dann balinesisch und dann auch zentraljavanisch. Also du sprichst von indonesischen Tänzen eigentlich. Genau. Wie bist du drauf gekommen? Also meine Mutter kommt aus Indonesien. Und ich bin eigentlich zufällig drüber gestolpert. Also meine Mutter hat gemeint, dass damals Tanzunterricht in der indonesischen Botschaft stattfindet, und gefragt, ob ich nicht Lust drauf hätte. Und so bin ich dann da reingerutscht. Aber du bist hier geboren. Genau. Ist es für dich dann schwierig, die indonesische Tänze zu erlernen? Weil das sind ja eigentlich auch viel klassische Tänze, die du erlernst hast. Also am Anfang war es schon ungewohnt, aber ich habe da ziemlich schnell reingefunden. Mhm. Was mich selbst auch gewundert hat, weil wir haben eigentlich keine Tänzer in der Familie, außer meine Oma, die war Eiskunstläuferin. Also sie sagte immer, dass ich das Talent, dass ich das von ihr habe. Also ja. Oma, das hat aber nichts miteinander zu tun, aber sie meinte, das hast du sicher von mir. Und ja. Und diese Maske-Tanz ist ja so eine sehr viel, ein Tanz mit sehr viel Energie und so. Und ich habe schon mal gesehen, wie du getanzt hast, das war wirklich sehr gut. Kannst du denn wirklich auch so nachvollziehen, wie was in der Legende auch erzählt wird? Oder? Ja, also meines Wissens wird ja die Geschichte erzählt von einem König, der verliebt ist und dem eigentlich alles, jedes Mittel recht ist, um seine Objekte, Begierde zu erobern. Und er wird als sehr aggressiv eigentlich auch beschrieben und auch so ein bisschen ambivalent, also ich glaube auch so ein bisschen verrückt. Und ich versuche das im Tanzen schon also nachzuempfinden und dem Ausdruck zu verleihen. Ich muss auch sagen, dass ich eigentlich sehr gern die männlichen Charaktere tanze, weil die eben sehr... Also weil da viel Energie drinnen ist und die sehr expressiv sind und genau. Ja, die rote Farbe symbolisiert ja für das javanische Verständnis eigentlich Aggression und Unausgeglichenheit. Mhm. Und, aber für mich, weil ich schon länger in Europa auch gelebt habe, ist es eigentlich so ein Schuss von Energie. Also ich benutze gerne diese rote Farbe und für mich ist es eigentlich nicht mehr so negativ besetzt. Ja? Mhm. Wie ist es für dich? Für mich, also beim Tanzen, also obwohl ich eigentlich einen eher aggressiven und halt negativen Charakter darstelle, ist es vom Tanzen natürlich durchaus positiv, weil es mir halt viel Freude einfach bereitet. Ja. Und was mich am Anfang eigentlich so fasziniert hat, war, wie man einer Maske, die eigentlich so starr ist, so viel Leben verleihen kann, einfach durch also Bewegung und Körperlichkeit. Und ich hatte damals eine Tanzlehrerin, die war sehr gut, und die hat mich so beeindruckt, und dann habe ich gesagt, oh, das will ich auch können. Und also für mich ist das Ganze auch nicht negativ besetzt, weil es für mich halt ein, ich sage jetzt mal, ein freudvolles Ereignis ist, wenn ich tanze und mir das viel Spaß macht. Mhm. Es ist halt ein negativer Charakter, den ich darstelle. Kannst du dann zeigen, wie du die Maske benutzt? Ja, also es gibt hier so ein Mundteil, in das man reinbeißt, weil man eigentlich die Maske recht schnell wechseln muss. Mhm. Ich kann es mal aufsetzen. Vielleicht von der Bewegung her, ja. Ja, sehr gut. Mhm. Und das ist dir auch gut gelungen. Also ich habe auch dich einmal gesehen, wie gesagt, und ich fand das wirklich auch, du konntest sehr, sehr gut das ausdrücken. Also nicht die negative Eigenschaft, sondern einfach so dieser Tanz, diese Charaktere und die Lebendigkeit. Deswegen ist dieser Tanz ist ja auch sehr, sehr beliebt in Indonesien. Ne? Und das wird ja auch sehr oft in Zeremonien, in Hochzeitsfesten und so aufgeführt. Ja. Und was ich halt auch sehr spannend finde, ist, dass man eigentlich, also ich mache den jetzt
doch schon seit 2004. Genau, und dass ich eigentlich immer noch an dem Tanz arbeite. Ja. Also, dass das nie aufhört und dass man immer, also, es gibt immer Sachen, die man noch verbessern kann und dass man die Geschichte noch, also den Charakter noch besser darstellt. Und, ja. Und man sagt ja auch zum Beispiel in Indonesien, je älter man wird, desto besser kann man tanzen. Also es hört nicht auf, dass man dann mit 40 nicht mehr tanzen kann, sondern das wird sogar besser. Und diese eine Maskentänzerin von Cirebon, von Nordküste, die war ja dann mit 80, 90, sie hat noch getanzt, ja, und hat sehr viele Schüler auch bekommen. Also das ist immer so eine Ehre, wenn man auch bei ihr lernen kann. Ja. Mhm. Hast du noch gewusst, von wem du gelernt hast? Ich habe von Mira Surjanata Miharja gelernt. In Bandung. In Bandung. Und sie hat aber gelernt von, ich glaube, ihr auch, Mimi Rasinach, war das der Name? Ja, hat sie von Ibu Masinach genau, gelernt. Toll, sehr auch schön. Von ihr auch gelernt. Aha. Also du lernst immer auch in Indonesien? Genau. Du fährst dahin und lernst noch genau. weiter. Und ja. Ja, ich tanze auch gerne diesen Maskentanz, aber in mitteljavanischer Version. Mhm. Und ich tanze das sehr, also ich spiele diese Rolle sehr gerne, weil es auch so kraftvoll und energievoll ist. Mhm. Also es ist wirklich auch mein Lieblingstanz. Gibt es da einen Unterschied zwischen? Ja, dieser westjavanische Tanz, was du machst, das ist dann auch sehr viel, es ist eigentlich mehr beweglicher, also so ja. Lebendiger oder lebhafter und sehr viel Bewegungen. Und ja. die mitteljavanische ist mehr von innen, also mehr so Energie, mehr Kraft, aber nicht in der Bewegung, sondern du musst das wirklich auch... In der Konzentration. Ja, in der Konzentration. Ja. Aber es ist auch so, dass man dann auch schwer atmen kann. Ne? Ja. Das heißt, es ist wirklich auch ein schwerer Tanz zum Aufführen. Also man muss halt viel mit der Maske auch üben, weil ja. Man halt eben nicht durch den Mund atmen kann, ja. weil man es eigentlich festhalten muss. Ja, ja. Und, ja. ja, es ist nicht so einfach so, sondern es ist einfacher, wenn man so hier... mit so einem Schnur hängt, Schnur. Aber ist es ja nicht der Fall. Ne? Das genau. heißt, man muss wirklich immer beißen und dann muss man wirklich so konzentriert atmen. Ja. ja. Also ich habe das mal mit Schnupfen getanzt und das ist schlecht. Das war echt schwer. ja. Ich habe die Maske 2004 bekommen und meine Tanzlehrerin hat sie ausgesucht für mich, also auch das Kostüm. Ich habe sie einfach gefragt, ob sie mir das besorgen kann und sie hat es in Bandung gekauft. Mhm. Genau. Ich habe mal Kinder unterrichtet, ich hatte mal so eine Kindergruppe und dann habe ich die Maske mitgenommen und habe sie eben den Kindern gezeigt und einer hatte sie in der Hand und der ist sie dann runtergefallen. Ei. Und genau, dann habe ich die Nase wieder angeklebt. Genau. Ja, das ist wirklich, es ist ja nicht nur eine Maske, sondern man tanzt immer mit dem und das ist so ein Teil von, so wie ein Körperteil so, genau. sozusagen. Ja. Und du unterrichtest auch viel in der indonesischen Botschaft? Das auch, ja. Und du tanzt auch sehr viel für die indonesische Botschaft genau. außerhalb? Genau.